Drei neue Hüllen habe ich wieder gekauft für das Samsung Galaxy S23 Ultra. Ja, und diese werden wir in diesem Video antesten. Ich habe ja darüber schon mal ein Video gemacht mit drei Hüllen, wovon ich euch eine empfohlen habe. Was mit dieser ist, jetzt nach 6 Monaten, das werde ich euch berichten und natürlich diese drei neuen Hüllen antesten. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro gibt es mehr dazu. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Zu Schwinsens. Und heute habe ich drei verschiedene neue Hüllen für das Samsung Galaxy S23 Pro Ultra. So, und hier haben wir das Smartphone. Und ich habe euch damals diese Silikonhülle empfohlen, mit welcher ich auch bisher sehr zufrieden war. Also das Smartphone hat wirklich super überlebt in dieser Hülle. Ist mir sogar ein paar Mal runtergefallen. Was kaputt gegangen ist, ist dabei eine Scheibe, also von diesen Gläsern hier, musste ich entfernen, denn es war ein Riss drin. Ja, was allerdings ist, ihr seht's, sie ist wirklich abgenutzt. Also sie hat sich innerhalb von einem halben Jahr abgenutzt. Wobei ich sagen muss, ich nutze das Handy, das Smartphone halt wirklich sehr viel, täglich mehrere Stunden. Ihr seht auch hier ist die Farbe abgegangen. Also für ein halbes Jahr ist diese Hülle gut gewesen. Auch mit diesem Metallring, sodass man das Ganze hier für verschiedene Halterungen verwenden kann. Packen wir mal die einzelnen Hüllen aus. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dieser in Silber. Ich habe dir übrigens die ganzen Hüllen unten verlinkt. So kannst du mal reinklicken, kannst dir nähere Details holen, kannst dir den Preis abholen und so weiter. Also, gefüttert. Ja, so sieht das Ganze aus. Fühlt sich jetzt nicht besonders hochwertig an, aber ich glaube, die Hülle kam auch nur 12 Euro. Sowas in der Art. Also es ist die günstigste Hülle von allen. Was ich ganz praktisch finde, ist, ihr könnt hier die Scheibe rüberschieben. Also ihr könnt hier wirklich, und das klickt ein, sodass ihr das Smartphone dann, also dass das mit der, dass an die Kamera gar nichts dran kommen kann. Wir haben hier unten die Anschlüsse für den S-Pen zum Laden und den Lautsprecher und haben auch hier oben noch ein Loch. Das Ganze ist im Hintergrund ein bisschen gummiert, auch nicht schlecht. Und was ich gerade sehe, wir haben hier einen Clip, welchen wir hier herausnehmen können, aha, weil er sogar drehbar ist, sodass wir das Smartphone hinstellen können. Ja, und ich pack's mal jetzt hinein. Passt perfekt hinein, also so wie es sein sollte, und auch die Anschlüsse kommen gut raus. Man bekommt den S-Pen wirklich genial raus und ja, es lässt sich auch, ihr seht, es ist schon runtergefallen, also es ist nicht so stabil jetzt, aber vielleicht habe ich es auch einfach schief gehalten, sodass es runtergefallen ist. Hat aber auf den ersten Blick keinen Schaden genommen. Wir können hier hinten die Klappe aufmachen und haben somit die Kamera freiliegen. Jetzt schauen wir mal. Ja, und wie ihr sehen könnt, also wir haben die komplette Sicht auf der Kamera, also da ist nichts, was hier irgendwie stören sollte. Die Oberfläche ist hier genau gleich, also die Seitenteile sind genauso hoch wie die Glasfront und hier unten, das steht ungefähr einen Millimeter über. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Also es steht
ein kleines bisschen über. Das heißt, wenn das Smartphone hier drauf fallen würde, also glatt drauf fallen würde, würde der Scheibe nichts passieren. Ansonsten, wenn es natürlich auf ein Stück, auf einen spitzen Stein fällt, habt ihr natürlich keine Chance. Ja, die Ecken sind verstärkt. Die Funktion der Knöpfe geht sehr gut. Das ist das, was ich hier noch gemerkt habe, kann ich mal noch anmerken. Also, wenn es wirklich richtig kalt draußen war, dann habt ihr hier ein bisschen Probleme gehabt. Ja, aber wie oft ist es schon richtig kalt draußen? Also, gefällt mir schon mal sehr gut. Also für, ich glaube, 12 Euro oder was, ich habe es euch unten verlinkt. Nicht schlecht, diese Hülle in Silber. Gibt es natürlich auch in anderen Farben. Packen wir die nächste Hülle aus. Die war schon ein bisschen teurer. Ich glaube, ja, 24 Euro kam diese. Ist natürlich auch schon wieder ganz anders verpackt. Wir haben hier Reinigungstücher dabei. Weiteres Material. Und ja, das scheint natürlich... Aha. Ich sehe, wir haben eine Schutzhülle für die Vorderseite, aber das ist kein Glas, das ist Kunststoff. Und wir haben einen riesigen Buddy mit Clip hier hinten. Also, dass ihr das, euch das Ganze auch an den Gürtel schnallen könnt. Wir haben hier einen weiteren Rahmen im Inneren, ja, welchen wir wahrscheinlich um das Smartphone umlegen, um dann das Smartphone in die Hülle zu packen. Ja, also das ist erstmal der Rahmen. Das scheint der gleiche Rahmen wie dieser zu sein. Ja, es ist der gleiche Rahmen wie dieser. Also der Rahmen ist zweimal dabei. Nur, dass hier noch diese Kunststofffolie, also es ist kein Glas, es ist Kunststofffolie, also ein zusätzlicher Schutz vorne für eure Scheibe enthalten ist. Und ich mache mal den Rahmen drum und schau mal, ja, wir bekommen es rein. Ja, und ihr seht, es ist drin und hier ist es so, dass wir überall, also ein bisschen überstehen haben, also nicht nur oben und unten, sondern von allen Seiten steht dieser Rahmen über. Wir haben hier hinten auch wieder den Schieber, damit die Kamera frei liegt. Und ja, das scheint das gleiche Prinzip zu sein. Wir schalten mal die Kamera ein. Ja, und wir haben hier keine Beeinträchtigung, wie ihr sehen könnt. Also die Kamera zeigt alles an, wie sie es anzeigen soll. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen, naja gut, man muss das mit Fingern schieben, dann funktioniert das. So, und dann haben wir hier noch einen Ständer, sodass wir das Smartphone auch hinstellen können. Und aber dieser Ständer ist nicht drehbar, also wir können ihn einfach nur so hinstellen. Wir können das Smartphone nicht, oder? Doch, doch, es müsste gehen. Doch, ja. Ihr seht, man kann es auch so hinstellen. Okay, das funktioniert also auch. Also es sind beide Varianten möglich, finde ich nicht schlecht. Und wir haben hier vier Gummifüße oder gummierte Füße, sodass wir das Smartphone auch sicher ablegen können. Also es ist ziemlich klobig geworden, muss ich sagen, aber macht einen guten Eindruck. Die Tasten funktionieren auch einwandfrei. Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Also das funktioniert. Wir haben hier an der Seite eine Wippe sowie den On- und Off-Schalter. Und das wirkt ja recht hochwertig. Und den Rahmen hier noch ein bisschen drüber setzen. Also wirkt hochwertiger jetzt, kann ich gleich mal sagen, als die
diese Hülle, die wir als erstes hatten. Aber wir schauen uns das Ganze nachher nochmal an. So, jetzt nehmen wir es wieder raus. Ach so, an den S-Pen, ja, wir kommen dran. Ist zwar jetzt nicht ganz so einfach. Da hier unten, ihr seht es, das Ganze ein bisschen übersteht. Also es macht das Smartphone nochmal ein Stück größer. Ich hoffe, dass wir hier auch das Ladegerät reinbekommen, da das auch übersteht. Also es macht es schon wuchtiger. Es ist überall ein Stückchen überstehender, aber ich denke, es ist auch sehr stabil. Also gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir es wieder rauskriegen. Das scheint gar nichts. Doch, doch, es ist, ich habe mich getäuscht. Es geht doch recht gut raus, da der Rand hier gummiert ist. Also der ist wirklich biegsam und gummiert. Ach so, und dann haben wir ja noch diese Hülle hier dabei, sodass wir das Smartphone, das haben wir jetzt gar nicht ausprobiert, hier nochmals einklicken können. Also ich setze es nochmal rein. Also wir haben diese Hülle ja noch dabei. Jetzt ist es natürlich noch klobiger. Also das ist Wahnsinn. Jetzt haben wir hier einen richtigen Brocken. Aber jetzt haben wir auch diese Klammer hier hinten, sodass wir das Smartphone jetzt zum Beispiel an unserer Gürteltasche oder irgendwo festmachen können, wenn wir das wollen. Und wir sind an den Ecken, wie ihr sehen könnt, noch mehr abgesichert. Also komplett safe, sodass hier überhaupt nichts passieren kann, wenn euch das Smartphone mal runterfällt. Gut, ein kleiner Nachteil, was ich schon sehe. Die eine Halterung ist hier so knapp über dem Power-Button drüber. Geht nicht an, wenn ich jetzt drauf drücke, aber ich komme jetzt auch nicht mehr so leicht an den Power-Button dran. Also da fehlt wirklich ein Stück. An den S-Pen komme ich auch mit dieser Hülle so gut wie nicht dran, da er noch tiefer sitzt. Aber die kann man ja ganz leicht wegmachen. Das heißt, man hat es jetzt am Gürtel hängen, drückt hier den einen Hebel einfach raus und wir haben das Smartphone rausgenommen aus dieser Hülle, ja, welche wir irgendwo befestigen können. Nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Wer es braucht, wer es zum Arbeiten braucht, für den mit Sicherheit ja, ganz praktisch. Jetzt machen wir die Hülle wieder weg. Ja, es ist schon eine Quälerei, das immer wegzumachen. Aber ehrlich gesagt, wie oft macht man das? Man macht sie einmal drum, das Smartphone ist safe. Ja, jetzt ist halt richtig klein, ne? Und dann macht man das niemals wieder. Also wir haben hier diesen Rahmen und diese Hülle, finde ich schon sehr gut. Und wir haben diesen zweiten Rahmen noch dabei. Tja, was ich davon halten soll, boah, wer es mag, der kann natürlich auch diesen Rahmen hier nehmen und ist dann ja noch sicherer. Es ist halt staubgeschützt. Ich sag mal, wer jetzt vielleicht in der Werkstatt arbeitet oder irgendwas, für den ist das vielleicht gar nicht schlecht. Da kann sich das Smartphone an den Gürtel hängen und hat hier vorne noch einen Staubschutz. Und es soll sogar für die Fingerabdrücke geeignet sein. Ja. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich mache das mal runter. Die Folie hier hinten ab. Und dann haben wir die Folie hier vorne noch drauf. Und kriege ich das hier auch ab? Ja. Ja, das kriege ich auch ab mit dem Finger. Also wir haben jetzt eine wirklich ganz dünne Folie hier drauf. Ich lege sie mal um. Ja. Und pack's nochmal rein. Ja, und jetzt ist natürlich noch sicherer. Und ihr seht, man kann sogar sehen, wo der Fingerabdruck drauf muss. Ich drücke mal drauf und es passt genau. Ja, was funktioniert nicht? Also ihr seht, ich kann den Finger drauflegen. Es passiert nichts. Also
Nee, also der Fingerabdruck funktioniert nicht. Ich kann jetzt mein Muster eingeben. Die Funktionen sind okay. Also die Folie funktioniert einwandfrei, wie ihr sehen könnt. Also das klappt. Aber der Fingerabdruck, klar, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, dass das funktioniert. Hier seht ihr es. Also man sollte hier den, es ist speziell gemacht, damit man den Fingerabdruck draufdrücken kann, aber er nimmt es nicht an. Also schau mal, jetzt kommt eine Nachricht. Ich drücke drauf, es geht nicht. Also das funktioniert nicht, das ist daher nichts für mich. Also die Hülle ist klasse, gefällt mir sehr gut, aber das Zubehör, oh, das brauche ich nicht. Also das brauche ich nicht und das hier brauche ich auch nicht. Also diese zwei Sachen, wer es braucht, okay, nicht schlecht. So, und dann kommen wir jetzt noch zur dritten Hülle. Die war auch so Metall, Metal Roadster Phone Case. Also die kostet eigentlich so um die 30 Euro, war jetzt aber im Angebot, ich glaube für 20 oder 21 Euro. Und die macht halt einen richtig coolen Eindruck. Wow. Ja, die ist komplett aus Metall, also die macht einen richtig genialen Eindruck. Ist hier hinten auch im Innenbereich, ist die mit Gummi, also gummiert innen drin. Und sieht auch schick aus, sieht richtig cool aus, finde ich. Ne? Also richtig toll. Wir haben hier unten auch ein Stück Gummi, was unseren S-Pen wahrscheinlich nochmal schützt. Ja, das Ganze ist hier unten. Es ist alles beweglich. Wir haben eine riesige Schlaufe dabei. Das sind alles Sachen, die ich eigentlich nicht benötige. Wir haben ein Reinigungstuch. Ja, wahrscheinlich noch was zum Reinigen. Wir haben noch mehr Reinigungsmaterial. Haben einen Kunststoff-Glasschutz dabei. Haben hier, weiß ich noch gar nicht, was das ist. Und haben hier einen kleinen Imbusschlüssel mit Schrauben. Ich weiß nicht, ob man das reinschrauben muss. Na ja, klar, wir müssen die Hülle aufschrauben, um das Smartphone reinzubekommen, denn ja, es geht natürlich nicht rein, da die Ränder überall überstehen. So, und ich habe das Ganze jetzt mal aufgeschraubt. Aha, und auch die Innenhülle, das ist das Silikon, was innen drin liegt, und das ist der Rücken. Also, das ist schönes Metall. Scheint sogar Carbon zu sein oder was. Und das ist euer Silikon, was dann hier drin liegt. Und hier legt ihr jetzt euer Smartphone rein. Ah ja. Macht die Klappe wieder drauf und schraubt die Schräubchen wieder rein. Ah, die sind halt wirklich mini, diese Schräubchen. Ne? Aber gut, wie bereits gesagt, man macht das ja auch nur einmal. Ich werde es jetzt wahrscheinlich öfter machen, da ich jetzt erstmal das Video drehe und mich dann für eine entscheide. So, und dann ist das Safe hier drin. Ich habe jetzt nur mal zwei Schrauben dran gemacht, aber das ist jetzt schon mal Safe. Und ihr habt das Ganze gummiert. Also das ist wirklich richtig hochwertig, kann ich sagen. Das ist absolut top hochwertig. Also auch hier unten, wie ihr sehen könnt, wo der Anschluss ist, um zu laden und der S-Pen und so, er kann euch nicht rausfallen, denn wir haben diese Gummiverschlüsse und es kann natürlich dadurch auch kein Dreck
reingeraten. Also Staub, Schmutz oder irgendwas. Und wir haben ja noch diese, ja, diese Kunststoffschutzscheibe, welche wir hier drauflegen können. Ja, von der ich jetzt auch nicht so viel halte. Also wenn, dann würde ich da schon Glas drauf machen und nicht nur Kunststoff. Okay, aber ansonsten ist das recht safe. Und ja, wir stehen hier überall ein bisschen drüber. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier vorne und hier hinten höher. Also das sehen wir gut. Ja, einen Millimeter drüber und hier vielleicht einen halben Millimeter. Also das nimmt sich nicht viel. Und hier oben vielleicht anderthalb, unten anderthalb. Ach, das ist schon, boah, das ist schon klobig auch wieder, ne? Liegt ganz gut in der Hand. Fast ein bisschen zu groß. Also, boah, man hat es nicht so besonders gut in der Hand. Und wenn ihr jetzt mit so einem Stick oder so einem Stick arbeitet, weiß ich gar nicht, ob wir da Chancen haben, das überhaupt reinzubekommen. Ja, wir haben halt hier keinen Halt, ne? Weil das nicht magnetisch ist. Also hier haben wir schon mal ein Problem. Das fällt uns hier drin rum. Also wenn ihr mit so einem Stick arbeitet, mit so einer MagSafe-Halterung, habt ihr da schon ein Problem. Was hier natürlich gut war, es ist fast zu groß. Es ist rutschig in der Hand. Und jetzt gucken wir mal hier. Ja, hier würde es reingehen. Also hier hätte ich es jetzt drin, wie ihr sehen könnt. Aber es ist auch wirklich... Ja, es ist nicht mehr viel Platz. Also es ist wirklich grenzwertig. Ist edel, gut, aber boah, zu groß. Einfach zu groß, zu klobig. Nee, ist glaube ich nicht mein Fall. Ich schraube es erstmal wieder raus. So, wieder zusammengeschraubt. Also... Es macht wirklich einen richtig hochwertigen Eindruck. Allerdings, wenn ihr MagSafe nutzt, und ich habe ja auch fürs Auto die MagSafe-Halterung, dann habt ihr damit keine Chance. Und wenn ich sehe, ich habe die Schrauben jetzt einmal raus und einmal reingeschraubt und der Lack ist schon ab, ja, dann frage ich mich natürlich, wie sieht der Rand hier nach 2-3 Monaten aus? Also von daher, nee, das wird mit Sicherheit auch nicht meine werden. So, jetzt mein Fazit zu diesen drei Hüllen. Sie sind alle drei nicht schlecht. Also die ist wirklich top. Wenn jemand was Edles will, was stabil ist, wobei ich nicht weiß, wie lange der Lack hier hält. Wie gesagt, die Schräubchen einmal raus und reingeschraubt und die sehen schon nicht mehr so toll aus. Hier ist das Handy, das Smartphone safe drin, weil es ist eingeschraubt. Ihr habt hier hinten schön Silikon. Die sieht toll aus, gibt es auch in verschiedenen Farben. Gibt es gar nichts ansonsten dran rum zu meckern. Wir haben Ersatzschräubchen, wir haben den Dreher dabei, eine weitere Scheibe und so weiter. Nicht MagSafe-fähig. Und da ist mein Problem, das habe ich mir gar nicht richtig überlegt. Und dann haben wir diese beiden, finde ich auch beide klasse. Nehmen sich jetzt auch gar nicht so viel. Gut, die ist natürlich hochwertiger, kostet aber auch, glaube ich, das Doppelte von der hier. Von daher, ja, wenn ihr ein bisschen auf den Preis achten müsst, würde ich euch die empfehlen. Gibt es nicht nur in Silber, gibt es natürlich auch in anderen Farben. Die ist ein bisschen teurer, ist bestimmt auch ein bisschen hochwertiger, aber nicht viel. Also nicht, dass es der doppelte Preis ist. Gut, hier habt ihr natürlich... die Sachen dabei, wie die weitere Scheibe und diese Halterung. Also wer das braucht, wer zum Beispiel Schreiner ist oder irgendwo auf dem Bau arbeitet, für den ist das bestimmt perfekt. Die ist, ja, wenn ihr einfach was eine Hülle braucht, wo ihr einen Ständer ausklappen könnt, drehbar das Ganze, wo eure Kamera geschützt ist zum Zumachen und so weiter. Dann ist die natürlich
klasse, ausreichend für, ich glaube, 12,99 Euro oder sowas. Klickt einfach mal unten rein, schaut es euch an. Aber ehrlich gesagt, mir reicht diese zu. Ich werde jetzt mal noch schauen, ob ich vielleicht weitere Hüllen kriege, welche MagSafe-kompatibel sind. Da habe ich blöderweise gar nicht drauf geachtet. Aber gut, ihr habt jetzt was davon. Ich konnte sie euch vorstellen. So seht ihr, was für Hüllen das es gibt und was ihr vielleicht mitmachen könnt. Und wer jetzt eine richtig gute MagSafe-Hülle hat, also wo wir diesen MagSafe-Ring drin haben, der schreibt es mir doch mal bitte in den Kommentaren unten. Ich verlinke euch diese drei Hüllen. Ich verlinke euch die auch nochmal mit. Also ich glaube, die kamen 7,99 Euro oder so oder 9,99 Euro. Hat ein halbes Jahr gereicht. Kaufe ich mir lieber noch eine. Wir haben insgesamt 4 Hüllen für das S23 Ultra. Ja. Schreibt es mir in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe euch alles verlinkt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci, euer Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich. Abo und Like nicht vergessen.